Janik, 1-1 gegen Sandhausen. Habt ihr es euch so vorgestellt oder mehr vorgestellt oder kann man damit leben? Direkt nach dem Spiel ist schwierig zu sagen. Nach so einer langen Pause wollte man natürlich schon gucken, dass wir gut reinkommen. Am Anfang waren wir sehr nervös. Zweite Halbzeit haben wir uns dann schon gesteigert. Im Endeffekt nach dem Spiel muss man sagen, ist gerecht. Es liegt noch eine harte Arbeit vor uns. Einfach Gas geben, weitermachen. Auch bedingt durch die Corona-Pause, wo ihr viele Trainingseinheiten verloren habt, merkt man es jetzt noch? Es ist so einfach zu sagen, dass es jetzt an den 2 Wochen lag. Das hat jeder für sich was gemacht. Klar, fußballspezifisch schon nochmal anders, aber nur allein dem will ich jetzt nicht den Grund geben. Aber ihr braucht sicherlich noch ein paar Wochen in der Erfindungsphase jetzt, Janik, oder? Ja, natürlich. Wir haben ein neues Team, ein junges Team. Erfahrung, wenn es weggegangen ist, das geht nicht von heute auf morgen. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Dann wäre mir auch mal wieder das Glück auf unserer Seite haben. Deine Leistung sehr stabil, fand ich. Kompliment. Wie hast du es selber gesehen? Ja, für Anfang war es okay, aber ich kann noch mehr. Nächste Woche Ilshofen, auch ein schwerer Brocken. Wie siehst du es? Ekliger Gegner. Ähnlich wie Sandhausen, nur noch ein bisschen mehr über das Physische. Dann müssen wir auch gleich dagegen halten und gucken, dass wir den in den Zahn ziehen.